Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Marvel's Avengers. Und damit auch herzlich willkommen auf der AIM-Raumstation. Hier sind wir letzte Folge am Ende gelandet. Und wir gucken jetzt hier uns mal um, was uns hier so erwartet. Warte mal, das kann ich doch auch hacken, oder? Terminal. Gucken, was da drin ist. Naja, Rüstung. Glaube ich. Wieso 8 Violett-Ausrüstung? Weltraumlabor-Sammelobjekt. Und jetzt hängen wir uns hier rein. Okay, mal sehen, was wir haben. Moment mal. Das ergibt keinen Sinn. Regenerative Formel. Das erklärt Haltens riesigen Kopf. Das ist ihr Ursprung. Wahrscheinlich irgendein armer Inhuman. Okay, dann suchen wir mal die Tür. Kein Stress. Rette den Inhuman. Keine regenerative Formel mehr, keine Adaptoids. Jubel. Glückwunsch. Den haben wir es gezeigt. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Ich glaube nicht. Ist keiner da. Voller Weltraumstaub. Hier gibt's extrem wenig Fußgänger. Ausrüstungssachen natürlich. Die wollen wir natürlich haben. Was uns hier so erwartet. Jetzt noch die nächste Tür hacken, ohne jemanden aufzuwecken. Einmal, bevor wir hier hacken, hier ist ein Ausrüstungskistchen. Wenn, dann müssen wir ja gucken, vielleicht auch bessere Ausrüstung zu haben. Keine Special-Fähigkeiten, also ist er eher von... Oh, warte mal. Das gefällt mir besser. Das kann auch weg. Der auch. Endlich mal schon blaue Rüstung. Bis jetzt immer nur grüne Rüstung gefunden. Aber es gibt auch blaue. So, hier haben wir zwar Kraft 24, aber keine Special-Fähigkeit. Was haben wir hier? Nehmen wir das. Wie ich richtig sehe, müssen wir den bei jedem Charakter einzeln aufleveln. Dann will ich das erstmal lassen. Oh, hey, du meinst mich. Wenn das die Roboterwachen nicht geweckt hat, weiß ich auch nicht. Wir bestimmt niemanden geweckt haben bei uns. Der Sturz durch die Luftschleuse hat keine Roboterwachhunde geweckt. Vielleicht versuchen sie Dinge drin zu halten, anstatt draußen. Ja. Gehe ich auch mal davon aus. Eine neue Rüstung. Eine blaue. Ziehen wir natürlich auch an. Da wir jetzt ja bessere Ausrüstung bekommen, gehe ich davon aus, wird der Kampf auch gleich ein bisschen härter.
Ingo. Bisschen kalt hier, wa? Oh nein. Das wirkt so gar nicht ominös. Ausgebrannt. Oh mein Gott. Cap. Oh, bitte sei am Leben. Steve? Steve? Heilige Scheiße, du lebst. Tony, was ist... Was ist das alles? Wo bin ich? Tony? Umarmst du mich etwa? Was, nein, ich wollte nicht, dass du fällst. Du kannst jetzt loslassen. Naja, ich... Also wir... Ich dachte, dass... Schön, dass du wieder zurück bist. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte. Tartan. Hat er überlebt? Tartan? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt. Dank dir offensichtlich. Und Monika, wenn man den Nachrichten glaubt. Das ergibt keinen Sinn. Okay, ich hab dich. Die Evakuierung. Die vielen Menschen. Ja, dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja, schon okay. Mir geht's gut. Und los. Genau das ist mein Cap. Komm. Okay. Was ist der Plan? Also wir finden eine Rettungskapsel und retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Ja. Ich dachte nicht, dass ich so weit komme. Ja. Tony, wo sind denn alle? Wo sind wir? Oh, also... Drücke in der Luft, Leertaste, um einen Saltosprung auszuführen, um die überwundene Distanz bis zur Landung zu vergrößern. Im Weltraum. Mein Gott, das war kein Witz. Nein. Halte W und drücke in der Nähe einer glatten Wand, Leertaste, um automatisch einen Wandlauf zu beginnen. Drücke während der Wandlauf jederzeit Leertaste, um wegzuspringen. Bist du sicher, dass du das schaffst, Cap? Alles gut. Bin nur außer Übung. Wow. Ist wie Fahrradfahren, nehme ich an. Jetzt geht's runter. Sprungbereit? Tony, was geschieht hier? Tja, lange Geschichte. Wie lang war ich? Also... Was nach deinen Standards ein Powernap ist. Auf Eis bin ich den Leuten wohl sympathischer. Siehst du? Du machst schon wieder Witze. Schlechte, aber das ist normal für dich. Ist er Rudolf? Der hat eine rote Nase. Ah, nee. Wir müssen einen Wandlauf machen. So. Nein. Wir müssen von der einen Wand zur anderen Wand springen. So nämlich. Muss ich mir erstmal dran gewöhnen an Cap. Captain Rogers. Was ist das? Verlassen Sie uns noch nicht. Monika, lang nicht gesehen.
Dein Kumpel Talton war sicher nicht begeistert, als du Superhelden durch Superheldenblut ersetzt hast. Er überlässt die Details mir. Hören Sie damit auf. Sofort. Moment mal. Georgie weiß von all dem hier gar nichts. Und das bleibt auch so. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Oh, oh. Okay. Ich glaube, sie ist wütend. Tony! Ich arbeite dran. Okay, ich gib hab's. Mal Gas. Was zur Hölle? Ignorier die Killerroboter. Ich versuch's. Für eine Leiche bist du ganz schön penetrant. Ich muss das hier mit Gewalt machen. Und leider haben wir kein Schild. Toni hingegen hat ja eine Waffe. Der könnte uns halt richtig helfen. Entspannt. Tony! Wir kriegen Besuch! Keine Zeit für einen Kampf! Weg hier! Vorsicht! Da, verdammt! Pass auf das Glas auf! Es kann dein Gewicht nicht halten! Ah, das kann mein Gewicht nicht halten! Wie war das noch? Pass auf das Glas auf. Es kann dein Gewicht nicht halten. Fast geschafft, Kerl. Das Glas kann also mein Gewicht nicht halten. Jetzt wollte er sich aber an der Wand nicht halten. Also, diesmal kann ich nichts dafür. Fast geschafft, Kerl. Los! Tony! Schnell! Bin dran! Verschaffen mir nur Zeit! Triebwerke ausgefallen! Tony! Komm schon! Ja, wir schaffen das! Scheiße! Komm schon! Ja, verdammt! Verdammt! Nein! Oh. Die gute Nachricht, wir sterben nicht als Feuerball. Und die schlechte? Wir werden wohl vorher ersticken. Aber die Aussicht ist schön. Das ist sie. Verdammt. So knapp. Tja, da wir jetzt sowieso sterben werden, möchtest du vielleicht was beichten? Deine Witze. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich weiß, dein Tagebuch. Warum hast du den Reaktor zerstört? Viele sind gestorben. Tony, da war was begraben, tief in der Bucht. Es war mit dem Reaktor verbunden und kam langsam an die Oberfläche. Das Erdbeben.
Ich musste handeln. Die San Andreas-Verwerfung ging fast hoch. Die Stadt wäre ins Meer gerutscht und Millionen wären gestorben. Hab nie an dir gezweifelt. Wollt's nur hören, weißt du? Was ist das denn? Wen haben wir denn da? Muss ich eigentlich immer alle retten? Nichts anderes erwarte ich vom Gott des Donners. Hi, Thor. Willkommen zurück, Captain. Thor hat uns gerettet. Das war ihre regenerative Formel? George? Wie lange war ich ihre Laborratte? Ich wusste, dass sie so reagieren würden. Sie würden lieber sterben, als etwas von ihnen zu brauchen. Ich habe ihnen vertraut. Sie sind am Leben. Sie kontrollieren Maschinen mit ihrem Verstand. Denken Sie doch nur mal an die... Sie infizierten mich mit seinem Blut. Ich hätte sterben können. Aber Sie leben. Denken Sie an den Traum, George. Ihretwegen bin ich einer von denen! Ich machte Sie stark. Und stahlen meine Hoffnung. Und ich gebe ihnen nun dieselbe Chance, die ich hatte. Was? Was haben Sie? Ich werde Superkräfte ausrotten. Selbst wenn es mit mir endet. George! Hallo, alter Freund. Da haben wir das Schild. Endlich. Steve. Ned. Tut gut, dich zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass du lebst, dass sie dich haben. Das ist nicht deine Schuld. Tarleton wusste nicht, dass Monica mich hatte. Was? A-Day. Der Raub. Monica hat Taskmaster auf das Terrigen angesetzt. Seine Männer haben das Sicherheitsprotokoll und den Autopiloten der Chimera aktiviert. Aber dieses Ding in der Bucht, das kam unerwartet. Das Wärmesignal. Das war wohl der Grund für das Beben und die Zerstörung. Was war das? Ich weiß es nicht. Ned, ich denke ständig daran, wenn ich nicht... Die vielen Menschen... Nein. Es ist nicht deine Schuld. Dieses Schiff hätte niemals starten sollen. Ich hätte dasselbe getan. Du lebst! Ich wusste es. Tut mir leid. Kommt, ihr müsst euch das ansehen. Kamala, obwohl sie neben einem stand, da war sie ein bisschen leiser. Willkommen zurück, Captain Rogers. Ich spreche wohl für alle, wenn ich sage, dass Sie einen erfreulichen Anblick bieten. Danke, Jarvis. Schön, wieder da zu sein. Seit dem beinahe Absturz der Chimera in Manhattan ist die Lage prekärer geworden. Ich fürchte, AIM wird die Verfolgung aller Inhumans jetzt noch hartnäckiger vorantreiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Die Welt braucht die Avengers jetzt mehr als je zuvor.
Wir bereiten gerade unsere letzte Konfrontation mit AIM vor. Ich habe meine Analyse von Mr. Starks Plänen zur Ausrüstung der Avengers für diese Konfrontation abgeschlossen und wir brauchen dafür einige spezielle Materialien. Danke, Jarvis. Höchste Zeit, wieder in Kampfform zu kommen. Zeig mal, was wir brauchen. Ausgezeichnet, Sir. Wir könnten im Rahmen dieser Aufgabe unseren Verbündeten helfen. Commander Hill und Dr. Pym melden große Schwierigkeiten bei der Koordination unserer Bemühungen, weil AIM die Kommunikationsnetzwerke der Welt fest im Griff hat. Wie können wir helfen? Sie wollen, dass wir AIMs Hauptkommunikationszentrum zerstören, um die Resistance zu einen. Dann machen wir das, alter Freund. So, die Missionsreihe für Captain America ist auch da. Apropos Medien. In den Nachrichten sind Meldungen über Thor Odinson aufgetaucht. Angeblich arbeitet er in Skandinavien mit früheren AIM-Wissenschaftlern zusammen. Das kann zur AIM-Propagandakampagne gegen die Avengers gehören, müsste aber untersucht werden. In Ordnung. Wir befragen sofort Thor dazu. Thor ist jetzt auch verfügbar. Nice. Oh, die Kapitel für Thor sind da. Wecken jetzt mal hier Rüstung. Kann er mal weg. Dann haben wir auch nichts Besseres. Da auch nicht. So, Artefakte habe ich leider auch nicht. Sind halt schon coole Kostüme dabei. Das wäre doch geil. Aber da muss ich noch ein bisschen warten. Denn man bezahlt ja aktuell noch Credits. Oder muss Credits sich holen. Oder kaufen. Aber bald ist es ja soweit, dass halt der Verkauf eingestellt wird. Am 23. März war das, glaube ich. 31. März. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und dann kann man das sich alles in-game erarbeiten. Die Rüstungen. Ich habe was Neues für Sie. Oh. Wir haben was Neues. Wollen Sie was Gutes tun? Haben ja schon fast alles abgeschlossen hier. Gute Arbeit. Weiter so, dann kann ich wieder schlafen. Haben wir schon fast alles abgeschlossen. Mal gucken, was wir hier drin haben. Ein Helm. Bin schon auf dem richtigen Weg. Achso. Natürlich ist das eine Mission. Dark Tech Outfits. Globale Aufträge sind Einsatzziele, die durch verschiedene Aktivitäten in allen verfügbaren Regionen abgeschlossen werden können. Globale Aufträge für bestimmte Schritte einer Missionsreihe sind auf den Einsatzziel verankert, um den Fortschritt auf schnelle und einfache Weise verfolgen zu können. So, ich möchte aber gucken, wo wir hin müssen. Nee, das ist eine Turmmission. Aktuelle Einsatzziele. Energieverstärker von ausgeschalteten Prime. Okay. Das sind jetzt so offene Missionen, wo wir überall das machen können anscheinend.
denke ich mal. Was haben wir denn hier? Marvel. Achso, das sind hier. Ah, Phoenix-Module. Komm, machen wir einfach mal. Einfach mal gucken, was, wie das so ist, halt mit den einzelnen Helden noch sich einmal durchzuschlagen. Oder fangen wir erstmal mit Miss Marvel an. Dann schauen wir mal. Möchten Sie mal die Beine ausstrecken, Miss Khan? Ich beherrsche seit kurzem Wortspiele. Hoffentlich gefällt es. Ach, ausweichen. Ich soll ausweichen. Ausweichen, sagte ich. Anscheinend kann ich irgendwie nicht ausweichen. Aber ich verstehe das nicht. Bilder ausweichen. Aber irgendwie lässt mich das Spiel nicht. Jetzt, das hat er ausweichen lassen, okay. Jetzt aber komm. So, aber jetzt will doch nur ausweichen. Mal eben den Roboter kaputt schlagen. Jetzt aber komm. Hau mir nochmal. Wenn ich Hände hätte, würde ich applaudieren. Geht doch. Ich weiß ja auch, was sie wollten von mir. Naja, ich habe die anderen auch rausgewichen. Während du Q hältst, haben Angriffe mehr Schaden und wo Q und drücke rechte Maustaste oder F, um anzugreifen. Komm, was ganz funktioniert? Ruhig jetzt. Ausgezeichnete Arbeit. Easy. Ein Schlag, alle weg. Fördere Gegner in der Luft, indem du F einsetzt. Sitze anschließen, rechte Maustaste. Okay.
Das Training beginnt jetzt. Noch einmal. Hat nicht so geklappt. Mal wegwerfen. Versuche natürlich hier meine Kampftechnik ein bisschen zu verbessern. Mit Kamala. Irgendwie. Da habe ich ihn in der Luft, aber dann trifft sie ihn nicht richtig. Das wird reichen, denke ich. Gut gemacht. Doppel F und doppel linke Maustaste, nicht rechte Maustaste. Drücke 1, um Heilungsgeist zu aktivieren. Sollen wir anfangen? Einfach mal nebenbei die töten. Ich würde sagen, das war der Avengers würdig. Finden Sie nicht? Aber sowas von. Avengers würdig, alles drum und dran würdig. Miss Khan, Sie sind ein Naturtalent. Möchten Sie Ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen? Fangen wir an. Easy.
Danke. Easy. Kriegen wir auch besiegt. Müssen immer nur das Schild erstmal ein bisschen kaputt schlagen. Sie werden nie mehr Angst vor holographischen Robotern haben müssen, Miss Khan. Yay, wir haben es geschafft. Missionsbelohnung. Miss Marvel 2014. Hashtag 8. Als Comic. Cool. Dann gehen wir doch da mal hin. So. Weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Da waren wir schon mal. Knight der Tundra, das kann ja eigentlich nur eine Captain America-Aufgabe eigentlich sein. Edwin, wir nehmen natürlich mal Cap. Bis nächste Mal. Würde ich sagen, gehen wir schön gemeinsam mit Captain America auf Mission. In die Tundra, würde ich sagen. Oder? Ach, weiß ich noch nicht. Hier haben wir eigentlich auch noch eine Aufgabe, MacCap. So, ja. Das haben wir jetzt gemacht. Aber nee. Wir könnten... Die Aufgabe könnten wir machen. Oder die. Da wir Captain spielen, werden wir die machen. Klick die dann gleich mal an. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich fast sagen. Wir hören uns jetzt noch einmal den Dialog an. Bitte in den Dialog kommen. Commander Hill, AIM hat seine Lügen über die Resistance schon zu lange verbreitet. Das muss aufhören. Ersetzen wir diese Lügen durch die Wahrheit. Aber sie haben viele Satelliten. Mit diesem Netzwerk kontrollieren sie die Informationen. Jarvis hat mehrere AIM-Satellitenzentren identifiziert, die das Ganze steuern. Ich weiß, was Sie denken. Wir schalten eins aus, dann bricht Ihr Netzwerk zusammen. Zumindest für ein paar Stunden. Wir könnten Nachrichten an die gesamte Resistance senden. Vorübergehend. Deshalb ist jedes Wort wichtig, das wir senden. Wir haben keine Waffen, die für Satelliten stark genug sind. Also wie soll das gehen? Der Satellit ist durch einen Weltraumaufzug mit der Erde verbunden. So kommen wir rauf. Sicher gut an. Ich würde sagen, wir starten der Mission. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und bis in die nächste Folge. Tschüss.